Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 2. Wir werden erstmal kurz eine Meditation starten. Ich denke, wir werden mal einen Trank einnehmen. Ich weiß. So, Moment, Schwalbe nehmen wir mich. Ich habe das schon mal gespielt, bin gestorben, aber ich habe das einfach nochmal neu angefangen. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt brauchen, den Trank. Keine Ahnung. Ich lasse den jetzt mal eben weg, aber Schwalbe trinken wir auf jeden Fall. Ich muss halt nochmal den ganzen Weg latschen, hatte ich jetzt keinen Bock, das nochmal mit aufzunehmen. Deswegen hatte ich dann nochmal neu einfach angefangen. So, ja, das wissen wir ja, alles kein Ding. 10 Minuten hält das. Sogar echte 10 Minuten kann es sein. Noch mehr Blut. In der Höhle sehe ich dann, von wem es stammt. Oh yeah. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das brauchen. Weil das sind ganz schön kranke Mistviechers hier. Muss man mal so sagen. Ich würde am liebsten schon mal mein Schwertlein ziehen. Oh, es wird doch recht dunkel. Ich nehme mal lieber das hier. Oh, Moment, da fällt mir natürlich was ein. Wir haben ja ein Buch. Midaete oder Midsommer ist der Tag der Sommersonnenwende, der im Sonnenkalender der Elfen den Beginn des ersten Sommermonats markiert. So, ist das besser geworden? Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Moment, was war hier? Achso. Das Problem ist einfach, dass dann alle kommen und so viele, ja? Einer kann ja ruhig kommen, das ist ja nicht das Problem. Oder zwei, meinetwegen. Aber nicht gleich 83.000 Stück, ey. Ja, komm jetzt her. Ich bin zu alt für sowas. Nicht abhauen. Komm. Ja, komm. Warum hau? Hä, warum greifen die nicht an? Aber die können ja ausweichen, die kleinen Pisser. Und schon kommen nämlich andere. So, was kann man hier? Axi, bla bla bla. Igni ist ja Feuer. Problem ist, ich sehe nicht von allen immer sofort, was sie da so für Fähigkeiten haben, ne? Ja, toll. Voll daneben geworfen, ey. Geralt, du bist mir vielleicht ein Hexer. Oh, hier bist du in die Fresse, du Kackding. Das sind aber echt viele. Immer mal schön zurückweichen. Werden mir sonst zu viele von denen. Muss ich mal so sagen. Alter, die schnetzeln aber auch gut zu, muss ich sagen, ne? Geh mal weg da. So, schön weg, schön weg, schön weg. Ja, guck mal, da kommen nämlich noch mehr von den kleinen Pissern, ey. So. Warum wirfst du denn daneben, Geralt? Was bist du für ein Mongo? Tod durch Sterben, sag ich nur. Alter, ist ja... Totally war hier. Problem ist, dass ich ja trotzdem immer eins in die Fresse kriege von denen. Komm mal her. Du stinkst vielleicht. Ist tot? Nee, noch nicht ganz. Nein! Verdammt! Boah, Alter, ich habe irgendwie das Gefühl, in The Witcher 1 hätte man locker mit dem mithalten können. Aber hier irgendwie nicht. Ja, schön, wie die mal ausweichen, die kleinen Pissnecken. So, stirb jetzt. Oh, da hinten sind noch mehr. Okay. Ich will jetzt nicht sagen, dass man jetzt unbedingt Katze bräuchte. Also man sieht auch so eigentlich genug, glaube ich. Okay.
Haben wir schon mal einige von denen niedergeschnitzelt. Ich muss echt immer ein bisschen aufpassen. Oh, Silbererz, sehr schön. Moment. Ja. Gut, da komme ich nicht weiter. Gibt es bestimmt irgendwie einen anderen Weg. Wie gehst du denn hin, Gerald? Direkt vor dir, ey. Bleib mal geschmeidig, Junge. So, hier ist der große Höhlenteil. Oh, warte mal. Oh, die haben auch alle was fallen lassen. Das ist natürlich super toll. Ich habe ja nur so 3-4 von denen getötet. Von daher kein Thema. Einfach alles aufsammeln. Ach, da ist eine Leiche sogar. Guck mal. Ja, du bist überlastet. Ach, laber nicht so eine Kacke, ey. Das heißt, ich muss jetzt irgendwas wegschmeißen, ja. Hm. Ja. Was nehmen wir denn dann weg? Eisenerz, 21 Kilo. Alter, wie viele Tücher ich habe? 37 Stück, echt? Eine Handwerkszutat, okay. Ich werfe jetzt den Scheiß hier weg, so. Zum Beispiel mit der Jacke, brauche ich gar nicht. Ja. So. Damit. War's das schon? Höhle untersucht? Ne? Anscheinend war's das noch nicht. Na gut, dann gehen wir weiter. Gar kein Problem. Da geht's hoch und hier geht's. Nicht weiter. Bist du aber hässlich. Bist du aber hässlich. Der Gerald. Ach, guck mal. Ich habe anscheinend irgendwas geschafft. Super. Was war hier mit dem Aufzug? Irgendwas? Ist hier noch so ein Kackvieh irgendwie in der Nähe gewesen? Ach, da hinten. Ah, mein Gott, ey. Habe ich sogar einen Auftrag erledigt. So einfach geht das. Ist man einfach da und schon läuft. Da ist irgendwie keine richtige Questbeschreibung. Das ist ein bisschen problematisch, wie ich finde. Das ist dann schon ein bisschen blöd, aber gut. Hat funktioniert. Und wieder Blut. Da sind noch mehr von denen. Hier ist auch wieder Blut. Toll, die buddeln sich ein. Ist ja... Herz allerliebst. Handy, sei ruhig. Eisenerz. Ach komm, ich bin schon wieder überlastet. Das kann doch nicht dein Ernst sein, ey. Da muss ich noch irgendwas verkauen. Ah, machen wir mal den hier. Tuchleder. Lederjacke. Ach, den geht jetzt auch weg. So. Muss ich da ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Platz. Achso, ah, das ist hier, da sind wir wieder einige, ne? Muss ich sagen. So, hier gehen wir mal runter. Mein lieber Herr Gerald. Hier könnte ich jetzt runtergehen. Oder aber nicht. Ich könnte nämlich auch hier hoch. Und ich aber hier hoch, weil hier nämlich noch eine Leiche ist. Zwei sogar. Eichhörnchenpfeile. Interessant. Nada. Wo komme ich denn hier jetzt eigentlich raus? Oh. Bin ich ja mal gespannt. Was hier passiert, wenn ich hier weitergehe. Toll, verschlossen. Nimmt mich noch am Arsch, ey. Jetzt muss ich auch noch tatsächlich den ganzen Weg zurücklatschen. Ist ja super. Super-tastic. Weil das bedeutet, dass mich wieder ein paar von den Mistviechern angreifen werden, ich die töten muss. Naja. Erfolg. Aber wir kennen eine Abkürzung, von daher kein Thema. War das hier? Keine Ahnung. Oh, Tatsache.
Cool. Ja, ja, ihr könnt mich mal, ihr kleinen Kackviechers. Ach komm, die greifen mich sowieso nicht an. Irgendwo am Arsch der Welt, also. Was soll's? Gut, jetzt ist natürlich immer noch kein Beweis für oder gegen sie, dass sie für die Scoia'tael arbeitet. Sie könnte ja auch eine Spionin sein. Wer weiß. Was hast du gefunden? Zwei Soldaten. Und? Tja. Zerfleischt. Tatsächlich? Völlig zerfetzt. Was ist da passiert? Vielleicht wurden die beiden in die Höhle gelockt und waren nicht auf den blutigen Empfang vorbereitet, den sie erlebt haben. Und jetzt meinen Lohn, bitte. Sicher. Deinen Lohn hast du dir wirklich verdient. Vielleicht kann dir uns ein bisschen was mehr verraten. Informationen sind wichtig. Ich verdanke dir mein Leben, Hexer. Menschen setzen sich selten für Elfen ein. Ich bin kein gewöhnlicher Mensch. Das stimmt. Ich wüsste gerne, ob du in jeder Hinsicht so außergewöhnlich bist. Was meinst du damit? Du wirst sehen. Findest mich am Wasserfall im Wald. Aber ich warte nicht ewig. Im Wald ist das gefährlich. Du kannst nicht allein gehen. Wir Elfen haben unsere Pfade. Mach dir keine Gedanken. Uiuiuiuiui. Am Wasserfall? Wo ist denn der Wasserfall? Da muss ich jetzt hin. Da will ich jetzt wissen, was also, ja, man kann sich ja vorstellen, was sie möchte. Nicht wahr? Wozu die Schlepper? Kennst du mich nach? Wer ist er hier? Wer bist du? Zu Hilfe! Ein Mutant verfolgt mich! Zu Hilfe! Wer bist was du? Was willst du? Offenbar habt ihr ein Problem. Eins? Die Wege sind unpassierbar. Die Wälder voller Banditen. Den Hafen blockiert ein Wassermonster. Und jetzt wollen sie noch die Maut erhöhen. Gegen die Maut kann ich nichts machen, aber vielleicht gegen das Wassermonster. Hat die Zauberin auch gesagt. Kein Ergebnis. Sie hat mir eine Zusammenarbeit vorgeschlagen. Und wer soll das bezahlen? Darüber verhandeln wir jetzt. Die Zauberin meinte, sie wird's allein schaffen. Wir haben ihr eine faire Belohnung geboten. Die könnt ihr euch ja teilen. Jetzt arbeiten wir zu zweit. Unser Lohn sollte also doppelt so hoch ausfallen. Netter Scherz. Du bezahlst uns doppelt so viel, was du Herrin Tankerville versprochen hast. Denn so viel ist der Auftrag wert. Das hat er am ersten Teil noch nie gemacht, versucht, die so zu überreden. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ja, dann von mir aus. Fachkräfte wie euch darf man sich ruhig was kosten lassen. Abgemacht. Jetzt erzähl mir, was du über das Ungeheuer weißt. Finde ich eigentlich ziemlich nice. Du bist doch der Hexer zum Kuckuck. Ich kenne mich da nicht aus. Wer kennt sich denn aus? Dieser verschrobene Elf Cedric vielleicht. Angeblich weiß der eine Menge über Bestien. Und jetzt lass mich in Frieden. Ja, Cedric haben wir schon geredet. Moment, nein! Ich will aber gar nicht die haben. Ich will trotzdem immer noch die haben. Ich will mich doch mit ihr jetzt treffen unterm Wasserfall und dann waschen wir uns wahrscheinlich gegenseitig angezogen, natürlich. Ja. Genau so wird das, glaube ich, ablaufen. Male ich mir jetzt schon gerade aus. So schön angezogen. Einschamponieren. Super Sache. Hier komme ich raus, ne? Bin ich mal gespannt, wie ich zum Wasserfall komme. Keine Ahnung, Müsste ich mal auf der Map gucken. Da unten. Wie komme ich da unten hin, ey? Na gut, ich kann jetzt hier auch lang. Also ich kann jetzt hier den Weg nehmen und dann den dicken. Ja, den dicken Weg ist. Oh. Ach, jetzt kriegst du auf die. Hallo? Oh, stirb. Jetzt geh mir nicht auf den Sack, ey. Gib auf die Fresse. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, ja, hier kriegst du auch nochmal eine Runde Feuer in die Fresse. Meine Güte. Was ist denn hier los? Cool. Ey, lass mich mal hier aus eurem komischen Spiel raus, ne? Ist ja wohl nicht zu fassen. Greifen die mich einfach an, die Kackbratzen, ey.
Schlimm, schlimm, schlimm. Alter. Ist was. Ach, Moment, 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 Moment. Ja, warte doch mal kurz ab, ich wollte was gucken. Gerard fand heraus, dass sich die Neckar in einem unterirdischen Tunnel bewegt. Sollte es ihm gelingen, alle Zugänge zu finden und zu zerstören, wären die meisten Kreaturen verschüttet, die restlichen versprengt und eine leichte Beute. Was greift mich denn da an? Ach, ein Neckar. Interessant. Junge, dann mach ich halt den Kampfstil und dann gibt's auf die Fresse. Ja. Ich will nicht. Oh, nein! Dieser Alter, das sind mir zu viele jetzt. Fightet man lieber gegeneinander? Was ist das denn hier? Garde. Wie ein Arschgarde, ey. In die Fresse für euch alle. Oh, oh nein, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ich lauf mal lieber weg. Lass mich. Lass mich. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Alter, hier ist ja überall, alle 5 Zentimeter ist irgendwas. Das ist ja echt schlimm. Oh, scheiße, ich blute. Oh nein, jetzt bin ich tot. Ach, komm ey, hör doch mal auf mit der Scheiße. Das ist doch echt unglaublich. Der hält so wenig aus, ey. Das ist schlimm. Aber im ersten Teil hat er definitiv um einiges mehr ausgehalten. Das kann man aber mal sagen, ey. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Aber das ist so ein bisschen was, was mich stört, dass der so wenig aushält. Einfach, da musst du ja Rüstung ohne Ende haben. Ich verdanke dir mein Leben. Ich bin kein gewöhnlicher Mensch. Das wir. Boah, ey. Ich lauf da jetzt hin, wir sehen uns dann gleich da wieder. Bis gleich. Eigentlich wollte ich ja erst wieder bei der Eulen anfangen aufzunehmen, aber jetzt kommen gleich ein paar lustige Gesellen. Und die können wir einfach mal. Wusste ich doch, dass es sich lohnt, in dieses Drecksloch zu kommen. Volltests, Mörder, höchstpersönlich. Wie geht's denn so? Was macht die Gesundheit? Kann nicht klagen. Freut mich. Aber schau, der Weg nach Vizima ist lang. Ich habe keine Zeit zu verplaudern, nachdem ich dich schon so lange suchen musste. Gute Reise. Grüß Vizima. Hör mal, du Kaspar, lebendig bist du zwar mehr wert, aber im Zweifelsfall bin ich auch mit einem toten Hexer zufrieden. Such's dir aus. Versuch doch mal, mich umzubringen. Wirf dein Schwert weg, sonst garantiere ich für nichts. Komm her, wenn du mich haben willst. Du bist ja richtig. Flink unterwegs bist du, Bursche. So, zack. Na, dich haben wir noch. Komm her. Dem super Holzschild. So, toll. Warte mal kurz, dann nehme ich mal wieder Art. So, in die Fresse und jetzt gib's auf die 12. Aua. Zack. Boah, das ist so blöd, ey. So, jetzt aber Schluss mit lustig. Zack, Junge. So viel zu dem Thema, würde ich behaupten. Haftbefehl. Ach, Quader können wir auch direkt sammeln. Super. Stecken wir mal das Schwertlein wieder weg. Doch. Nein, jetzt. Ach komm, jetzt hör auf mit der Scheiße, Geralt. Wobei, warte mal. Ah, nee, ist egal. Wird hier auf jeden Fall erstmal kurz schnell speichern. Schöne Verhältnisse hier. So, wie komme ich jetzt hier raus? Mach da. Hier. Flotsam hat eine Armee. Da gibt es so viele Viecher. Oh, Spaß, das ist unglaublich, ey. Wie soll ich denn da hinkommen, so ohne zu sterben. Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, glaube ich, sehen, denn hier beende ich mal die Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Die sollten sich mal Hosen anziehen. Ist mal ohne Witz. Naja. Bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute.